Hallo meine Freunde, auch hier mit einem kleinen Zwischenstück nach 2 Tagen Gamescom. Ich bin jetzt gerade eben zu Hause angekommen, habe mich erstmal wieder umgezogen. Ich war heute den ganzen Tag damit unterwegs mit dem Menado, halt im Cosplay, morgen auch wieder. Und was kann ich bisher zur Gamescom sagen? Es ist eine volle Gamescom. Es ist wahnsinnig voll. Der Donnerstag gestern war so voll wie letztes Jahr, der Samstag. Also es ist verdammt viel zu tun. Viel zu tun nicht, aber es ist verdammt viel zu sehen. Ich bin gestern mehr so ein bisschen durch die Hallen geschlendert, habe ein bisschen was gekauft und bin halt einfach ein bisschen rumgeschlendert, habe geguckt, wo was ist erstmal. Heute dann auch ein bisschen gezockt. Ich war bei Nintendo, habe da ein bisschen das Super nur das neue Mario. Das New Super Mario World, 3D World, habe ich gezockt. Und ich muss sagen, die Steuerung ist so unfassbar gut. Also wirklich, es steuert sich fantastisch, es sieht gut aus. Und das Level, was wir gespielt haben, war auch sehr, sagen wir mal, interessant. Man hat so Röhren gehabt, durch die man durchjagen konnte und dann selbst steuern konnte, wo man hingeht. War sehr geil. Finde ich auch ziemlich, wirklich sehr gut. Ich wüsste jetzt gerade kein Mario-Spiel, wo es das schon gab. Also so ein bisschen Innovation auch levelmäßig. Und ich habe auch das neue Mario Kart angezockt. Habe ich auch ein Rennen gefahren und ich muss sagen, da ist die Steuerung auch sehr. Also ich habe Mario Kart Wii, habe ich die Steuerung. Ich habe es mal gespielt. Die Steuerung mehr so ein bisschen. Ja, so ja in Erinnerung. So, zwar gut, aber nicht so. Ja. Aber bei dem neuen finde ich die Steuerung wirklich sehr schön. Die Strecke sieht sehr, die ich gespielt habe, war sehr geil. Und es gab zig alternative Wege. Man kann halt jetzt auch an den Wänden teilweise entlangfahren, was sehr abgefahren ist. Allerdings habe ich schon gemerkt, dass ich noch ein bisschen in die Steuerung wieder reinkommen muss. Allerdings, dass wenn ich das Spiel habe. Weil das sind zwei Spiele, die ich mir in jedem Fall holen werde. Leider gab es keine spielbaren Sachen zu Bayonetta oder X. Leider nein. Bayonetta gab es, glaube ich, im Pressebereich, aber da komme ich nicht rein, weil ich keinen Presseausweis habe, weil ich nicht von der Presse bin. So. Ansonsten, was habe ich gesehen? Ich habe noch ein bisschen gesehen, ein paar Ausschnitte aus Lightning Returns von Square. Sah auch sehr interessant aus, genauso wie Kingdom Hearts 3, nee, Kingdom, nicht 3D, HD, der Remix, der demnächst rauskommt. Den hatte ich allerdings auch schon vorbestellt, den hole ich mir auch. Und da war noch heute irgendwas. Ich bin heute im Retro-Eck noch unterwegs gewesen, das auch wieder wie sehr Retro ist. Das ist auch sehr geil geworden. Und Cosplay Village ist diesmal auch ein bisschen bevölkerter als letztes Jahr, weil es auch ein bisschen kleiner gehalten wurde und nicht mehr ganz so groß, ein bisschen konzentrierter, ein bisschen schöner. Es ist gemütlich. Und ja, sonst noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Ich bin die nächsten 2 Tage auch wieder auf der Gamescom. Morgen dann, an der Mütze hier zu erkennen. Und ich werde gucken, dass ich ihn mitnehme. Nehmen wir einen Yoshi mit. Warum nicht? Wir sehen uns dann vielleicht morgen am Samstag auf der Gamescom. Oder Sonntag weiß ich noch nicht, ob man mich sieht man da auf jeden Fall, aber da bin ich in ganz normalen Zivilklamotten da. Da weiß ich nicht, ob man mich eventuell nicht findet. Oder ob da vielleicht keiner ist, den ich kenne. Doch, da ist einer, den ich kenne und ich hoffe, er meldet sich dann auch. Du weißt, wer gemeint ist. I want you at the Gamescom Sonntag. Bis zum nächsten Mal.